Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlich. Er macht so Dinge, die er sonst keiner macht, und am Ende überlebt er nur knapp. Baum, Junge! Bis er langsam durchdreht, er lässt sich sogar schon lebendig begraben. Und am nächsten Tag. Hallihallo, Hallöle, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Survival Martin. Heute ein Survival-Selbstversuch. Stellt euch vor! Ihr habt der Extraklasse, muss man sagen. Der Extraklasse, tatsächlich. Next Level Shit. Wir hatten einen Verkehrsunfall und nach dem Verkehrsunfall bist du out of space. Du kommst nicht mehr weg, hast kein Handy, ist kaputt gegangen, du kannst keinen Notruf absetzen. 24 Stunden überleben nach Verkehrsunfall. Bevor es aber losgeht, hier der heutige Sponsor von diesem Video. Wusstet ihr, dass ihr wahrscheinlich eine Menge Geld verschenkt? Mehr als 12 Millionen Leute in Deutschland machen ihre Steuererklärung einfach nicht. Obwohl 9 von 10 Leuten, wenn sie eine Steuererklärung machen, Geld vom Staat bekommen. Und das mehr als 1000 Euro im Durchschnitt pro Jahr. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie geht das? Ich weiß, keiner hat Lust darauf, sich mit diesem ganzen Zeug auseinanderzusetzen, Formulare ausfüllen, etc. pp. Aber Leute, dafür gibt es eine Lösung, und zwar Zaster. Du registrierst dich einfach mit wenigen Klicks auf zaster.de, gibst einige Daten an, sowas wie Name, Adresse und deine Steuer-ID. Ja, das passiert einfach ohne Papierkram, ohne Stress und dauert keine 5 Minuten. Und die lassen dann kostenlos prüfen, ob du Geld zurückbekommst. Ja, du hast richtig gehört, du bekommst eine kostenlose Berechnung deiner Steuererstattung. Wie hoch deine Erstattung sein wird, erfährst du nach ca. 3 Tagen von Zaster, bekommst dein Angebot und du sagst, nö, doch keine Lust, oder ja, die Profi-Steuerberater sollen das Ding abschicken. Die Gebühr für den Steuerberater wird erst fällig, wenn natürlich das Geld da ist. Und das passiert ganz automatisch, es wird verrechnet, das heißt also, kein Risiko, ihr bekommt euer Geld und alles andere ist schon erledigt. Wenn du auch kein Geld zu verschenken hast, dann los, ausprobieren. Dann könnte man sich neue Ausrüstung gönnen oder was anderes oder Projekte finanzieren. Also, probiert Zaster aus. Erster Link in der Beschreibung. Freunde, natürlich wisst ihr, wir befinden uns in einem Szenario. Es ist nichts wirklich passiert. Wir haben natürlich hier die Bunker. Ne, ihr kennt das Setting. Hier können wir es machen. Das ist der wichtige Punkt. Und klar könnte man jetzt sagen, da geht doch einfach in den Bunker. Nein. Er hatte Amnesie. Zahlenkombination vergessen, Schlüssel vergessen. Jetzt geht es darum, mit dem BMW klarzukommen. Was haben wir dabei? Ich würde sagen, wollen wir erstmal quasi ausschlachten. Einfach mal gucken, was ist in der Karre. Was kann man vielleicht wie wo verwenden? Einfach mal gucken. Jeder kennt es, ein Fahrzeug, da ist irgendwo immer irgendwas drin. Ein Auto ist wie so eine kleine Müllhalde. Und wir gucken mal, wie viel Müll haben wir dabei. Was kann man verwenden? Wie kann man improvisieren? Richtig. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal alles, was lose ist. Weißt du, wir können ja vielleicht auch irgendwie, was ich mit den Gurten, Polster, was machen. Was ist das hier? Chips. Saugummis. Oh, Chips, wir sind ja noch drin. Keine Ahnung. Hier. Jawohl. Hier. Überleben ist gesichert. Erstmal reinig, Olga. Also ich habe Kaugummi, ich habe noch ein paar Nüsse, aber die sind halt alle hier im Cockpit. Ey, da können wir Pfand abgeben. 25 Cent Pfand. Großartig. Mhm. Warnwesten. Du, wir sind auch bei einem Unfall. Ja. Nee, aber ohne Scheiß, im Endeffekt ist das ja eine ganz andere Situation, als wenn wir jetzt, keine Ahnung, im Wald sind oder sonst was. Ja. Sondern wir wollen ja irgendwie auf uns aufmerksam machen, Hilfe suchen. Die Nacht bricht ein. Keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Vielleicht irgendwo auf einem Bergfahrt. Kommt die Situation drauf an. Genau. Wie macht man jetzt auf sich aufmerksam? Telefon? Geht Handy-Akku? Kaputt? Alle. Beim Unfall. Einfach kaputt gegangenes Handy oder du hast halt, wie schon gesagt, kein Netz oder einfach kein Akku mehr. Weißt du was? Ich hänge so ein Ding in den Bauch. Bisschen höher gepackt, siehst du halt auch meilenweit. Ja, klar. Sehr, sehr gut. Du kannst schon mal checken. Betriebsanleitung. Vielleicht, man könnte ja auch gucken, ob man das Auto selbst wieder repariert kriegt. Was willst du denn reparieren? Du hast gegen den Baum gerammelt. Ja, vielleicht geht er noch. Was ist denn das überhaupt? Ein Cabrio? Cooper, Kilometerzähler, Drehzahl, Energiekontroll, Kraftstoff, Anzeige, Kühlmittel, Fern. Tannenwetter. Teilen, komm. Teil. Aber wir sollten echt erstmal checken, wie viel von überhaupt. Boah, das ist schon ein bisschen labbrig. Also wir sollten, wenn wir alles raus haben, einfach mal checken, was für der Karre ist. Also mal ein Stück zu. Ich meine ja, deswegen prüfe ich ja gerade wegen Reparaturtechnik. Sehr gut. Ob da vielleicht. Ja, genau. Oh, Alter. Also ich bin bei Bremsanlage, Reifen, Intervallschaltung. Also hier vorne ist alles raus, glaube ich. Ey! Was? Hier gibt es eine Sitzlehnenverstellung. Toll, da zu pennen. Alter, wollen wir mal probieren? Was? Ja, noch mehr. Oha! Oh! Schiebt man aber da hinten. Ah, ja, das ist eine Idee. Aber das ist schon geil, oder? Leg dich mal rüber. Hey, komm, ich
Also ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben schon schlechter geschlafen und gelegen. Ich glaube aber... Kann er jetzt noch nach hinten? Nee. Extremes Kälteproblem. Aber? Es zieht mir jetzt schon den Arsch rein. Was ist denn, wenn wir die Sitzbank hinten rausruppen und daraus eine Decke bauen oder sowas? Oder einen Schlafsack? Weißt du, was ich meine? Dass wir die Polster nicht da einfach so lassen, sondern uns damit zudecken oder sowas. Erstmal Pause, wir müssen erstmal runterkommen. Wir sind ein bisschen zu aufgedreht durch den Unfall. Junge, Adrenalin. Du bist in einem großen, weißen Raum. Ich kann das nicht. Komm, ich will jetzt hier. Ich will eine Lösung. Umgib dich. Martin, wenn du eins gelernt haben solltest aus der DSÜ. Das Ganze ist schon wieder eine Kopfsache. Du kämpfst schon wieder dagegen an. Du musst dich der Situation beugen. Ey, beug dich selber, Mann. Ich will hier einfach. Du bist in einem weißen. Die Karre qualmt die. Der ist doch so durch, ey. Nichts. Fritz, mach du Pause. Ich kümmere mich mal um den Kofferraum, okay? Ist um dich herum. Du entspannst deine Seele und findest deine innere Mitte. Irgendwie ist der Kofferraum kaputt, Fritz. Irgendwie ist der kaputt. Ich weiß auch nicht, warum. Jetzt merke ich wieder, ich habe ein bisschen was, ich habe neue Energie jetzt. Gut. Starterkabel. Falls die Batterie tot ist, meinst du, können wir nochmal nach. Oh, Verbandspäckchen, nicht schlecht. Warte, komm, alles erstmal auf den Platz. Ja, ja, wir müssen ja erstmal alles auf den Platz. Was ist los? Medic! Was passiert, Junge? Was hast du gemacht? Oh, ich bin voll gegen die Anhänger. Scheiße. Okay, stabile Seitenlage. Geh in den weißen Raum. Geh in den weißen Raum! Boah, das ist geknallt, mir ist ein bisschen schlecht. Ich hab erst gedacht, du hast die Kofferraumklappe auf den Kopf gekriegt. Ich bin voll dagegen, Alter. Ich hab mich gleich verdammt. Du hättest noch ein bisschen länger meditieren sollen. Oh, ich glaub auch. Oh, hallo. Das ist nicht original hier, ey. Oh, da sehe ich mich aber eine schöne Feuerschale hier drin machen, Dogge. Also ist auf jeden Fall, musst du nur den Reifen abkriegen, dann brennt der auch nicht. Aber halt mal eine Feuerschale, ist doch geil. Jawoll. Oha. Das ist Werkzeug. Ortswerkzeug. Geil. Ist ja sogar hier, Wasserpumpenzange ist dabei. Hä, hey, können wir uns safe was. Ja. Können wir safe was abschrauben. Ich sag mal so, wenn du das kopfmäßig verwendest. Okay, ich glaube, wir haben alles raus, oder? Siehst du noch irgendwas oberhalb? Nee, ist gut. Nee, hast du irgendwie Durchfall oder so? Boah, das wäre blöd jetzt, echt, ne? Wollen wir die Karre erstmal irgendwie wieder ein bisschen rausziehen hier? Ja, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Kevin Wolter! Wo bist, wo bist du? Oh, hallo! Oh. Ey, warte mal! Fritz, du kannst doch nicht einfach aufhören, Junge! Sascha Huber und Kevin Wolter müssen ran. Ohne die wird das nichts. Nee. Wir sind halt zwei Lauchköppe. Was willst du, eine Karre? Was denkst du? Pipapo. Wie ein Tiger ungefähr. Jo, hallo! Bevor wir auf Tuning treffen, Junge. Ja, die JLP Performance, der allerechte. Mach mal lieber aus, es qualmt. Ja, bitte. Fritz, die Karre brennt! Wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten, noch wir wollten eigentlich mal die Nüsse da drüben angucken. Wir gucken. Hey, das war echt super. Starterkabel, ja. Ich habe mal von einem Ding gehört, wo man einfach ein bisschen Benzin aus dem Tank saugt mit irgendwas, mit einem Stoff, dann quasi einen Funken erzeugt von der Batterie und dann geht das an. Das willst du ausprobieren, ja. Na, das ist doch genau der Punkt, warum wir heute hier sind. Pfandflasche. Ja. Hey. Ey, reicht doch besser. Aber bitte, das ist jetzt genau der Punkt. Ja. Wir wissen nicht, du wüsstest nicht, wann Rettung kommt. Ich will wir müssen das aufteilen gerecht. Riechen. Ich wäre ganz ehrlich mit dir gleich verloren, ey. Ich sag mal so eine Viertelpackung Kekse. Also hier kann ich dir auf jeden Fall schon mal schön den Mund zukleben, wenn du mir zu laut bist. Was ist das? Das ist eine Lampe. Ach ja, geil. Hey, ist aber nicht schlecht, wenn es dunkel wird. Wir haben einen Wagenheber, wir haben ein Rad und wir haben ein Abschleppseil. Alter, auch nicht schlecht, überleg mal. Ja, ich habe schon überlegt, ob wir hier irgendwie... Ein Umlenkpunkt oder sowas? Ja, aber das Ding kontern und hinten rausziehen, damit wir an die Motorhaube rankommen. Ja. Okay, Zebra ist wichtig. Mhm. Kabel. Ich bin gespannt, wie wir es ankriegen. Ich glaube, wenn wir ein Feuer haben und hier uns irgendwie so eine Ecke machen, weil wir sind ja im Wald, hier ist überall Holz, könnten wir echt einen Bonus. Gerade so abends. Warte, ich habe völlig vergessen. Warndreieck. Nein. Ja, scheiß drauf. Ich hab Bock, das auszuprobieren. Ja, dafür sind wir ja hier.
Aber wir haben hier keinen Ankerpunkt, weißt du, wo wir irgendwie... Was mit dem hier? Der bringt gar nichts hier, oder was? Haben wir eine Öse, sonst nicht machen wir hier... Guck mal den hier, so. Ich raff null, was du vorhast. Du schunkelst vorne damit, und ich mache einen Nachzieher. Komm! Komm! Boah, Fritz, ich komm nicht über die Kante hier. Ich brauch was zum drunterlegen. Mir schneidet das Seil so die Hand ein, keine Chance. Komm, weiter. Guck mal, lass mal wechseln. Guck dir mal meine Seite an. Ja. Geh mal mir hin. Wir, ja. müssen, wir dürfen nicht zu viel Energie am Anfang, sondern schunkeln, schunkeln und dann ja. auch ruhig wieder runterlassen. Alles klar. Komm. Noch einmal. Ich nehm was vor, leg was vor. Fritz, leg was vor. Ja. Mach. Jetzt langsam los. Geh rein, Handbremse. Zieh die Handbremse an. Los. Ja, gut. Geh rein. Ah. Ja. Okay. Bisschen gefährlich. Also jeder... Alter. Aber so sieht er gar nicht ganz konkret? Aus. Konkret, wo ist Batterie? Das ist aber hier schon... Ja, das sieht auch nicht original aus. Ich glaube, das ist das Kabel, was da hinten rauskam, oder? Klar, das ist ja die Bassbox hinten. Ja. Hyper. Konzentrier dich bitte, Fritz. Jetzt, wenn... Oh Gott. Ich mach einfach. Okay, ich versuche jetzt aus dem Tank raus, mit so einer Zwirbeltechnik. Du musst halt hier aufpassen, wir müssen halt hier reinkommen. Du hast halt hier diese Klappe, siehst du die? Die müssen wir quasi mit Teamwork, irgendeiner hält die auf und der andere drückt halt dieses Zeug rein. Und ich werde jetzt erstmal das so zwirbeln, dass das wie so ein Docht ist. Alles nur Theorie, MacGyver-Theorie. Und schwarz auf schwarz. Du hast Kabel, hast angeschlossen? Ja. Perfekt, ja. Pass auf. Einer hält quasi die Klappe auf, diese... Wo hast du das Ding hier? Hier, aus dem... Ach, das Bordwerkzeug. Ja, okay. Bordwerkzeug. Mhm. Und jetzt schiebe ich quasi das bis runter. Ich hoffe, dass wir noch so viel Tank drin haben, Sprit drin haben. Ja, ja. Pass auf, mach einfach mal. Okay, ich schiebe das jetzt hier rein. Nein, scheiße. Fritz, ich hab's abgerissen. Echt jetzt? Ja, scheiße. Ah ja. Hast du? Ja, kommt. Oh, krass. Ja, kommt. Ja, da ist es. Fass an. Ja, ich sehe es, aber nicht anfassen. Geil. Jetzt nach vorne, komm. Ich sehe gar nichts, oder? Da ist nichts los. Warum ist da kein Funke? Boah! Sorry! Alter! Ey, krass! Oh, das Kabel! Krass! Ich musste die andere Seite in Kontakt nehmen. Das ist eine Art, mit einem Auto Feuer zu machen. Stark! Krass! Ich habe so gehofft, dass es klappt, ey. Geil! Wir sind auf jeden Fall erstmal safe, was Feuer angeht. Das Thema Feuer haben wir. Wir haben auch irgendwie unseren Shelter. Wir haben gelootet quasi, was im Auto war. Jetzt geht es aber darum, quasi die kalte Nacht zu überstehen. Deswegen würde ich sagen, oder ist nur eine Überlegung. Ja. Guck mal, wenn man hier pennt, man hat die Tür auf. Stell dir vor, wir machen die Verkleidung ab, dass wir hier nur Metall haben. Und dann würde man hier irgendwie ein kleines kontrolliertes Feuer machen. Ja. Vielleicht Motor aber abschrauben, um hier das drüber zu legen, Rettungsdecke, so ein bisschen was basteln. Weißt du, wie so ein Bushcraft-Shelter, wo du irgendwie mit so einem Schrägdach an einem Feuer hängst, weil wir erfrieren hier drin sonst. Ich find's geil. Ihr müsst es ausprobieren, keine Ahnung. Ich versuche die Motor aber abzuschrauben, du versuchst die Türkleidung abzukriegen. Rumpf ich das einfach runter, ja? Ja. Wegen dem Feuer. Dann drehen wir sie einfach um. Aber das ist doch Hitzeschutz, Junge. Ist das Hitzeschutz? Na klar, das ist doch für Motor Hitzeschutz. Ja, gut, klar. Das war ein Test. Achso, okay. Konkret 3BB. Der ist doch mega. Konkret geil. Also erstmal, damit es nicht abschmiert. Ey, na mega. Hä? Achso, ja, erstmal, genau. Und dann machen wir hier nachher einen Stock drunter. Ja. Hallo? So. Ja. Fritz? Ja? Folgende Idee. Ja. Feuerschale. Ja, hatte ich am Anfang beim Ausbau schon gesagt. Das ist doch perfekt. Da hast du halt genau begrenzte Bereich. Wir brauchen nichts basteln. Lass probieren, den irgendwie aufzuschneiden, wegzumachen. Ja, die schneidet nicht ein, oder? Ich hab nur Schiss, dass mir das Ding in die Ohren fliegt. Ich hab Angst, dass die Schere umknickt und dir dann irgendwo reinschneidet. Guck mal, warte mal. Wenn wir jetzt mit der Schere wirklich hier fein langschneiden. Boah, ist das eine Sisyphus-Arbeit. Hä? Geht doch gut oder nicht? Ja, geht richtig gut. Den kann man schneiden. Ey, das ist stark. Die Schere ist richtig krass. Und das ist nur aus dem Erste-Hilfe-Set. Oh. Oh. Da ist das Ding. Guck mal, und jetzt müssen wir
hier so immer so, ja. Was ich meine? Schön vorsichtig. Freunde, natürlich ist ein bisschen kontrovers die Überlegung, nutzt man jetzt so viel Energie, um hier den Reifen abzumachen und so weiter. Aber die Gefahr, finde ich, bei diesem Aufbau ist einfach zu groß, dass man da vielleicht einschläft, die Felge wird heiß, alles fängt an zu schmelzen, man kriegt irgendwie eine halbe Gummi, sonst was Vergiftung. Ja, vor allem offiziell noch kein Gummi an. Genau, man könnte natürlich auch sagen, ey, scheiß auf die Felge, wir machen einfach einen kleinen Steinkranz. Aber wir sind ja hier auch in einem Video, wir sind in einem Trainingsszenario irgendwie, genau. Wollen wir ausprobieren. Ist es geil mit einer Felge, ein paar neue Sachen testen? Ist doch die Frage, baut man eine Motorhaube ab von seinem Auto, wenn man einen Unfall hat? Nein. Machen wir uns nichts vor. Aber wir wollen halt das Bestmögliche quasi herauskriegen und vor allen Dingen auch herausbekommen. Einfach ausprobieren, genau. Ein bisschen was, ja. Nee, das wird nichts auf. Hier unten sind ganz viele dicke Metallstreben drin. Hier sieht man das irgendwo auch. Da. Hier blitzen die durch. Da blitzen die durch, da siehst du es halt. Ja. Wir kriegen es halt mit der Schere nicht hin. Ne? Keine Chance, auch keine mit Chance. Hebeln und Wagenheber und alles. Deswegen haben wir uns jetzt leider dazu entschieden, die Aktion aufzugeben. Ja. Man könnte es natürlich als Feuerschale nutzen, aber es wird knallheiß, das Gummi fängt an zu schmelzen. Brauchen wir nicht. Ist, glaube ich, keine gute Kombi. Also du machst Feuerholz, ich baue das Ding hier ein bisschen dicht und wir machen eine ganz normale, klassische Feuerstelle einfach auf dem Boden. Ja, machen wir. Let's go. Okay, let's go. Ich würde auch meine Decke jetzt abmachen. Leute, ganz kurz. Das ist natürlich eine Decke von Maya. Die haben wir genommen, um den Baum zu schützen. Ich mache die jetzt aber ab, ja, weil die sonst einfach nur noch nass wird und da runterhängt. Da haben wir auch nichts gewonnen. Wir benutzen sie aber nicht, keine Angst. So, mein guter Baum, ich heile. Ist alles gut, du brauchst keine Sorge machen. Jetzt kommt kein Auto mehr. Was soll das bringen? Ein Wind so von da mit voller Malotze. Das fällt doch sofort wieder um hier. Guck mal an. Mach mal zu die Tür. Also mein Shelter steht noch. Ist ja, ist gut. Stabil, ne? Aber hässlich. Na, hässlich ist es schon. Aber die Frage, kommt es beim Survival, beim Überleben auf Schönheit an? Nee. Oder auf Funktion? Richtig. Wir haben noch die Rettungsdecke, haben jetzt die ganze Zeit hin und her überlegt, bauen wir irgendwie eine Reflektorwand, um da, was ich. Ist klar. Um quasi die Wärme zu reflektieren. Aber wir sind ja zu zweit. Nur einer hat das Feuer und der andere ist ja auf der anderen Seite. Das heißt, der drüben ist und kein Feuer hat, kriegt die Rettungsdecke und dann wechselt man immer mal durch. Deswegen ist das quasi der improvisierte Schlafsack. Alles klar. Ja, aber das willst du jetzt einfach so als Decke nehmen quasi, oder wie? Einfach so? Na, auf jeden Fall als... So. Ja, also klar hat eine Isolation, ja. Also mal die Bank, die können die auch... Ja, ist das geil? Ja, da hat doch jeder hier seine... oder hier? Das ist voll Plug and Play. Ey, besser als nichts. Also ich glaube nicht wirklich dran, dass es so viel bringt. Ja. So Leute, Feuerholz sammeln, Feuer machen und die Nacht überstehen. Sag mal, dir geht's wohl zu gut, oder? Kann sein? Ey, Kalle! Hm? Wir wollten das Wasser teilen, Mann! Ganz großes Kino. Oh Mann, ich geh Holz holen. Martin, ich hab Durst. Ja, mach dir Kopf. Dann schmelzt mal einfach ein bisschen Schnee, würde ich sagen, oder? Hast du das gerade in den Dreck geschmissen? Oder hast du einfach so kleine, dreckige Klumpfoten? Du Ekelhafter. Und das Ganze werden wir jetzt nicht aufkochen, sondern nachher einfach ein bisschen neben das Feuer stellen und schmelzen. Ein bisschen waldiger Geschmack und Crunch ist auch mit dabei. Boah. Hast du noch mehr von dem Zähler oder hast du das eine? Ja, hinten ist noch mehr drin. Ja, gut. So, Feuerchen wird was jetzt hier. Guck mal. Geht, ne? Die wunderschöne seitliche Shelterkonstruktion ist gerade zusammengekracht. Aber so offener ist ja auch viel schöner eigentlich, ne? Wie gesagt, wir probieren uns auch ein bisschen aus, ne? Ist ja keine Lehranleitung, sondern wir begeben uns in ein fiktives Szenario und testen dann einfach, was funktioniert und was funktioniert nicht. Hey, Fritz, siehst du das? Oh, ich sehe auf jeden Fall auch ein bisschen raus. Das ist richtig krass. Hier an der Frontscheibe siehst du halt, wie innen drin ist halt komplett beschlägt, ne? Ganze Feuchtigkeit halt. Ja. Aber weißt du, was das heißt? Ja, es ist warm da drin. Richtig. Geil. Genau so, wollen wir es ja auch haben. Was denkst du, wie kalt oder wie warm ist es hier drin? Gib mal einen Tipp. 5 Grad. Ne, 9,8 haben wir. Echt? Ja. Also ich merke hier wirklich, wie die Hitze ankommt. Ja, drüben ist safe kalt. Oder? Wasser hast du ja ausgetrunken? Heißt? Nein, Wasser bereitet da drüben schon vor. Megabyte im Handschuh ist immer eine gute Sache. Im Handschuh? Im Handschuhfach. Okay. Nur ein bisschen kalt. Ah. Wenn ihr mal probieren wollt oder euch gönnen wollt, mit dem Cold Survival Money gibt es noch 10% Rabatt. Guten Appetit. 365 Tage Massephase, Alter. Alter, schon geil. Ohne Scheiß, mit Schokolade ist das Leben so viel leichter. Was glaubst du, wie wird die Nacht? Kalt. Kalt, ne? Ja. Na, kicke mal.
Ey, du hättest mir einfach einen kleinen Schluck übrig lassen können, wisst ihr? Du bist schon einfach, du bist schon richtiger Arsch. Ja, wir müssen jetzt noch mal eine halbe Stunde warten. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, okay. Der nächste ist doch mal meiner, okay? Der nächste ist deiner tatsächlich. Uhr, Freunde. Ey, ich glaube, Fritz. Ich bin noch. Ja, er ist noch da, aber gerade eben hat er ordentlich geschnarcht. Ich schicke jetzt die Kameramänner in den wohlverdienten Feierabend und wir übernehmen jetzt quasi selber. Schlaf gut, wir sehen uns morgen früh. Genau. Ja, ist das ein Bild oder ist das ein Bild? Ach, Scheiße, einfach nur was Schönes machen. Ja, wir haben getauscht, habt ihr gesehen. Neben mir brennt's Feuer. Ich halte das hier mit meinem Superstock im Schach. Und naja, ich übernehme jetzt die nächste Wache. Einfach was Schönes machen. Schlaf gut. Bis später, ich melde mich. Gute Nacht. Gute Nacht. Mal gucken, wie lange wir schlafen. Oh, glaubt, ich werde well. Es ist 3.38 Uhr. Es zieht sich. Oh, jetzt ist diese Summe noch. Man sieht null. Man sieht gerade so diesen blauen Moment, wenn die Sonne aufgeht. Ich leg mich nochmal hin. Meine sehr verehrten Damen und Herren. 7.53 Uhr. Fritz, bist du noch da? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Sitzheizung nicht geht. Unangenehm, 2,6 Grad. Oh! 2,6 Grad. Aber keine Minustemperaturen. Ja, toll. Ist, glaube ich, an der Karre geschuldet. Denn Leute, ihr müsst wissen, ich habe gestern entschieden, die Motorhaube wegzumachen, Tür zu. Ich sag, wir entwickeln so viel Eigenwärme, ich glaube, da überleben wir eher, als wenn wir an einer Rauchgasvergiftung sterben. Ja, der Rauch ist das Problem gewesen. Ja, der. Oh, Scheiße, Folie. Brauchst du die Kamera jetzt wieder? Ja. Ja, zwei sind noch. Willst du auch einen? Nee. Mir ist der Appetit tatsächlich vergangen. So, Frühstück ist abgeschlossen. Oh. Fritz hat jetzt nicht so den Hunger, aber Kekse gehen bei mir immer. Und ich werde jetzt die Kamera wieder dem Kameramann übergeben. Ich glaube, hab ich schon was rumschleichen sehen. Nee, super, danke. Ah. Oh. Ist das Problem ist? Oh, Alter. Meine Füße. Echt? Bei mir ist er im Rücken drin unten. Oh. 24 Überstunden. 24 Überstunden. Das neue Format im Survival Dulli-Du. 24 Stunden überlebt nach Verkehrsunfall. Fazit. Fazit, es ist kalt, aber geht irgendwie, ist scheiße, aber. Geht ja. Irgendwie, ja. Was fandst du schlimmer? Tiny House oder den BMW? Ja, Tiny House war schlimmer. Ja, ich auch. Also die sind, ey, ganz ehrlich, die Liegeposition im Auto ist geil. Aber die Kälte kriecht halt dann doch irgendwie an der Seite und durch und ja. Weil wir haben Winter. Also ich glaube ganz ehrlich, im Sommer oder sowas. Du legst dich daneben. Nee. Kein Ding. Da muss man vielleicht nicht dieses Auto komplett zerlatschen. Vollkommen richtig. Ich hoffe, dass es für euch irgendwie Input gab, dass ihr halt da was auch von mitnehmen könnt, wenn ihr mal einen Verkehrsunfall haben solltet, irgendwo im Nowhere. Regel Nummer 1, Motorhaube abbauen. Regel Nummer 2, Autoreifen zerschneiden. Regel Nummer 3, Tür verkleiden von der Seitentür machen. Und Regel Nummer 4, auf jeden Fall genug Kekse bei haben. So. Damit verabscheuen wir uns. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt, sobald wir hart euch lieb. Schaut mal bei Fritz vorbei. Lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Selbstversuch. Ach, eine ganz wichtige Sache noch. Das ist natürlich nicht alles, was wir mit dem BMW gemacht haben. Also ich an eurer Stelle würde auf jeden Fall den Kanal abonnieren, denn es folgt weiterer geisteskranker Shit mit dem konkreten 3er BMW mit Tab-Funktion. Damit möchte ich mich verabschieden, nicht vergessen, wer schwitzt, stimmt. Ich habe euch lieb, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Yeah. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.